Dann singe ich doch gleich einen Protestsong. Das Tolle an diesem Protestsong ist, er ist in E-Dur. Und er geht so. Er heißt Die Schande dieser Welt und ich singe ihn sehr gerne. Ich weiß aber nicht, ob ihr ihn sehr gerne hört, aber das wissen wir ja nachher. Ich könnte das ewig weiterspielen. Bevor ich hier vor Wut und Zorn echt noch überschäume, wird es höchste Zeit, dass ich erstmal gründlich aufräume. Der ganze Hickhack mit Musik geht tierisch an die Nieren. Und da soll man sich konzentrieren und selber musizieren. Okay, okay, Musik ist grundsätzlich eine tolle Sache. Und dann insbesondere, wenn ich sie selber mache. Kein Verständnis habe ich bezüglich der Kollegen, die mir mit ihren Gitarren ständig an den Nerven sägen. Die Gitarre ist nämlich, das muss man eingestehen, von allen Instrumenten sicher das schlimmste Vergehen. Jeder spielt sie, überall packt man Gitarren aus. Da reichen schon 6 Saiten, die machen der Welt den Garaus. Und darum lobe ich mir Trommler, Sänger, Geiger und Cellisten, Pianisten, Posaunisten, Bierkisten, Bassisten, Dadaisten und Flötisten und Saxophonisten. Die Schande dieser Welt, das sind die Gitarristen. Nehmen wir mal beispielsweise Heavy-Metal-Rocker. Sehe ich diese Irren, greife ich gleich zum Beta-Blocker. Stehen auf der Bühne, als müssten sie dringend kacken. Wohl bemüht, beschissene Töne aus dem Holz zu hacken. Die hören nicht mal beim Soundcheck auf, dudeln die Tonleiter. Auch wenn der Mischer Ruhe brüllt, sie dudeln einfach weiter. Spielen 0815 Soli, labern was vom Kick und wagen zu behaupten, sie seien wichtig für Musik. Die kennen kein Erbarmen, auch wenn Ohren explodieren. Jammern sie noch rum, ich kann mich gar nicht hören. Und immer Kippe in der Fresse, finden die das toll? Nee, wenn die Sache so aussieht, dann verrecke Rock'n'Roll. Und darum lobe ich mir Trommler, Sänger, Geiger und Cellisten, Pianisten, Posaunisten, Bierkisten, Bassisten, Dadaisten und Flötisten und Opportunisten. Die Schande dieser Welt, das sind die Gitarristen. Beispiel Nummer 2, Lagerfeuer-Idioten. Danke. Wanderklampfen, Wanderer und all diese Knallschoten, diese Spinner, die auf jeder Fete anzutreffen sind, nerven damit Stairway to Heaven und Blowing in the Wind. Leider hat fast jeder eine Gitarre in der Wohnung und schäbige Akkordfolgen sind dafür die Belohnung. Am schlimmsten ist, wenn sich die Gäste noch eine Tüte dampfen, weil zugekiffte Gitarristen eigene Stücke klampfen. Ey, hört mal alle her! Ey, hört mal alle her! Ich hab grad Inspiration! Und sie schimpfen diese Klangdesaster noch eine Kreation. 4,5 Stunden später ist die Party leer gefegt, bis auf den Gitarristen, der immer noch aufs Holz einschlägt. Und darum lobe ich mir Trommler, Sänger, Geiger und Cellisten, Pianisten, Posaunisten, Bierkisten, Bassisten, Dadaisten und Flötisten und Opportunisten. Die Schande dieser Welt, das sind die Gitarristen. Was hat die Gitarre? Worin liegt der Reiz? Zu hören, wenn sie stören, bricht mir irgendwann das Kreuz. Was lässt die Finger zittern, wenn man so ein Teil entdeckt? Den Sinn in dem Stück Totenbaum hab ich noch nicht gecheckt. Und Glück kann's auch nicht bringen, wenn man gründlich überlegt. Denn der Teufel hat bisher noch jeden Klampfengott erlegt. Frank Zappa ist über den Jordan, auch Jimi Hendrix ist lang fort. Und Carlos Santana landet hoffentlich auch bald auf dem Schrott. Jetzt kann man mich doch... Oh, das polarisiert ja richtig. Jetzt... Was ich sage, ist doch wirklich... Ja, jetzt kann man mich doch schimpfen. Ich wäre wohl debil, hier rumzunölen, wo ich doch selber ständig spiel. Also dazu nur noch eines. Wenn ich spiele, ist das gut. Denn solange ich spiele, weiß ich, dass es kein anderer tut. Und darum lobe ich mir Trommler, Sänger, Geiger und Cellisten, Pianisten, Posaunisten, Bierkisten, Bassisten, Dadaisten und Flötisten, sogar Extremisten. Die Schande dieser Welt, das sind die Gitarristen. Dankeschön. Vielen Dank.